Möchtest du wissen, welche kosmischen und irdischen Energien gerade unterwegs sind und was du tun kannst, um sie sinnvoll zu nutzen? Dann herzlich willkommen zu diesem aktuellen Energievideo. Wie immer möchte ich mit euch über die Messdaten sprechen, seitens der Sonne, seitens der Schumann-Frequenz und all der anderen Dinge, die gerade auf der Erde geschehen, die mit Energien zu tun haben. Und natürlich gibt es auch den Bereich über die Ganzheitlichkeit und die Spiritualität. Es ist ein kurzes, knackiges und sehr spontanes Video. Ich lasse es einfach geschehen. Ich habe manchmal eine lange Zeit, die ich so ein Video vorbereite, und manchmal mache ich es ganz spontan, und das ist heute so. Also, und natürlich gibt es am Ende die von euch so geliebten Engelkarten. Warum ich das Video jetzt ganz spontan mache, ist eine Vision, die ich diese Nacht hatte. Ich bin um 2 Uhr nachts wach geworden, konnte partout nicht einschlafen und habe mich mal wieder eingeschwungen auf die Energien, die gerade so im Feld sind, was ich da fühle, wie ich damit reagiere oder darauf reagiere. Und habe dann auch nachgeschaut, was ist denn da gerade so los mit den Messdaten seitens der Sonne. Diejenigen, die diese aktuellen Energievideos regelmäßig sehen, wissen, es gibt im Moment ein Sonnenmaximum. Das heißt, es ist normalerweise ganz, ganz viel los auf der Oberfläche der Sonne. 11-Jahreszyklus auf und ab ist immer wieder ähnlich. Und für mich fühlt es sich im Moment an wie die Ruhe vor dem Sturm. Wir hatten November, Anfang Dezember richtig viel Drama. Wir hatten mehrfach Sonnenstürme. Und wir hatten dazwischen zum Glück auch Pausen. Wir sind jetzt wieder in einer Pause seit einigen Tagen. Es gab am 24. Dezember, dazu hatte ich dann ein Video gemacht, eine extreme Schumann-Frequenz, weil wir vorher einen fast einwöchigen Sonnensturm hatten, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Darauf hat dann wiederum unser Erdmagnetfeld und die Erdfrequenz reagiert. Die Schumann-Frequenz ist gerade seitens der Hauptmonitore in Tomsk in Sibirien nicht zu sehen. Sibirien ist natürlich im Moment von den extremen Wetterlagen genauso betroffen wie der Rest der Welt. Und es kann immer mal sein, ich habe jetzt mal kurz in den verschiedenen anderen Kanälen geschaut, es kann immer mal sein, dass es einen Sturm gibt, dass es Hagel gibt. Es gibt auf der ganzen Welt im Moment extreme Hageleinschläge. Ich habe zum Beispiel das gesehen in Saudi-Arabien und Argentinien. Also wirklich große Brocken an Eis, die da aus dem Himmel fallen. Dennoch kann man die Schumann-Frequenz nur minimal messen. Es gibt zum Glück auch eine Ausweichmessstation in Italien. Und Italien zeigt eine sehr hohe Energie. Und die merke ich gerade im Moment sehr, sehr stark. Schon an Weihnachten, vor Weihnachten, an Weihnachten kam es bei vielen Menschen zum Drama. Viele reagieren im Moment auf eine richtige Reinigungsenergie seitens der Sonne und dieses langen Sonnensturms mit verstärkter Grippe. Ja, wir sind hier in der Nordhalbkugel jetzt im Winter und die meisten Menschen haben ein sehr schwaches Immunsystem. In den Übergängen von Herbst in Winter kommen immer wieder die Grippewellen. Aber diejenigen, die ein starkes Immunsystem haben, erleben es nicht. Nur diejenigen, die eben viel Ruhe brauchen, die vorher extrem Stress hatten, die, wie so viele, ein anstrengendes Jahr hatten. Da ruft der Körper einfach nach Ruhe, und Grippeviren und Bakterien sind ganz, ganz schnell im Körper, wenn wir ausgepowert sind. Also wundert euch bitte nicht, wir haben auch eine starke Reinigungsenergie, die uns gerade alle fordert, ob das eben Gedanken sind, ob das Körper ist. Und das alles kommt jetzt gerade zusammen. Also die Schumann-Frequenz. Die Frequenz unserer Erde ist weiterhin sehr stark, so fühlt es sich für mich an. Auf der Sonnenoberfläche, das hatte ich schon im letzten Video erklärt, gibt es einen großen Riss in der Oberfläche. Das passiert auch ganz regelmäßig, und
wenn so ein Riss aufgeht, dann kommt normalerweise wieder so ein richtiger Schwung an Energie ins Universum. Wenn die Erde dann auf dem Weg dieser Energie ist, bekommen wir hier den Sonnensturm ab. Die Messdaten der Sonne zeigen, was jetzt gerade an Sonnenwinden auf der Erde ist, ist im absoluten untersten Bereich. 1 bis 2 auf der 9er-Skala des KP-Index. Und es passiert sozusagen im Moment auf der Erde nichts, aber es fühlt sich wirklich an wie die Ruhe vor dem Sturm. Und ihr wisst, ich bin jemand, ich gebe immer positive Informationen. Selbst wenn es haarig wird, finde ich eben die positiven Aspekte in den Visionen, die ich bekomme, den Bildern, die ich bekomme, wenn ich mich auf diese Energien einschwinge. Was ich wahrgenommen habe, ist, wir haben im Moment zwar etwas Ruhe, weil das, was von der Sonne ausgestoßen wird, gerade mal nicht auf die Erde getroffen ist, aber es ist wieder etwas unterwegs und es fühlt sich für mich so an, ich bekam den Begriff, es implodiert. Wenn man zu Panik und Ängsten neigt, dann kann man natürlich jetzt wieder, wie so oft in den letzten Jahren, denken, jetzt ist es vorbei, jetzt ist Armageddon da und die Erde geht unter. So oft wurde es prophezeit und es ist nicht passiert. Für mich fühlt es sich energetisch so an. Sehr, sehr viele Menschen, und ich lese es ja in euren Kommentaren, also vielen Dank für diejenigen, die offen sind, die eben in den Kommentaren einfach mal ehrlich schreiben, was sie gerade empfinden, was sie denken über diese Zeit. Und viele sind, wie ich, wirklich am Ende. Und wir haben uns so verausgabt dieses Jahr, was unsere Energien betrifft, was unsere Gedanken betrifft, was unsere Aktivitäten betrifft. Es wurde so viel von uns gefordert. Und immer wieder dachte ich, okay, wenn jetzt dieser zum Beispiel Dreifach-Sonnensturm auf die Erde kommt, oder es gab ja auch den Vierfach-Sonnensturm im November, jetzt ist es der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und wir sind immer noch da. Es ist immer noch kein Blackout passiert. Und die Welt existiert immer noch. Und doch denke ich, das, was jetzt auf die Erde kommt, hilft wieder mal dabei, dieses unglaublich dichte Schleiernetz, das um die Erde gespannt wurde, energetisch durch Gehirnwäsche und Infiltration, durch den ganzen Unsinn, den die Menschen machen können, den sie uns natürlich nicht erzählen, dass das, was jetzt auf die Sonne, auf die Erde treffen wird, möglicherweise dazu führt, dass wir wieder das Gefühl haben, wir knicken ein. Ich mache solche Vorhersagen nicht so wahnsinnig gerne, eigentlich überhaupt nicht gerne. Doch ich mache sie, um euch, um dir zu sagen, wenn du, und ich frage auch immer, wenn ich solche Worte bekomme, solche Bilder bekomme, dass wir jetzt wieder etwas erleben, das uns wieder viel Kraft kosten wird, dann frage ich immer direkt, was ist zu tun? Und jetzt kommen wir eben zum ganzheitlichen Teil meiner Videos. Wir können immer zu jeder Zeit in die Stille gehen und unseren inneren tiefen Friedenskern finden, unseren Seelenkern fühlen, denn da ist immer Stille und Ruhe und Frieden. Ich kann das von mir sagen, ich kann das von vielen anderen Menschen sagen, die wie ich leben und denken, dass es immer zu jeder Zeit, auch wenn draußen das Chaos tobt, in uns diese Stille ist. Und mir kam jetzt in der Vorbereitung, während ich jetzt hier alles aufgebaut habe für das Video, es wird eines der letzten Videos sein hier in meinem Elternhaus, am Sonntag fliege ich heim. Da habe ich dann wieder mein Studio, dann ist es einfacher für mich alles. Und in der Vorbereitung habe ich das Bild bekommen, immer wenn Kriegszeiten auf der Erde waren, und es gab, glaube ich zumindest, wenn ich die Historie überblicke, unserer Menschheit nie eine Zeit, in der es keine Kriege gab. Aber sie waren halt nicht immer überall zur gleichen Zeit, sondern es gab sie immer mal wieder abwechselnd auf dem Erdball. Und wenn mal eben an einem Ort Krieg war, dann sind die Menschen meistens geflüchtet, um den Kriegsgeschehen aus dem Weg zu gehen.
Und was glaubt ihr, was in diesen Menschen vor sich gegangen ist? Und wir haben jetzt diese extremen Wetterlagen, wo Menschen durch Überflutungen gerade und auch durch diese Hagelstürme und viele, viele andere Dinge ihr Hab und Gut verlieren, ihr Zuhause verlieren. Was glaubt ihr, was in diesen Menschen vor sich geht? Wenn sie denken, das ist ihr Ende, das ist das Ende ihres Lebens, sie haben alles verloren. Und diejenigen, die trotzdem immer wieder in sich ihre Kraft finden, in sich ihren tiefen Frieden finden, ihren Glauben und ihre Hoffnung finden, die geben nicht auf. Ich hatte gerade ein Klartext-Video gemacht zum Thema Nicht aufgeben. Ich verlinke das mal hier oben und natürlich ganz viele andere wichtige Videos zu diesem als Ergänzung unten in der Videobeschreibung. Es wird, solange es das Sonnenmaximum gibt bis 2024, immer Zeiten geben, in denen es sich anfühlt, als würde um uns herum wirklich alles zersplittern, als wäre eine viel zu starke Energie auf der Erde. Und es kann sein, dass es in den nächsten Tagen nochmal eine Verstärkung dieser extremen Wetterlagen gibt. Viele Menschen fotografieren im Moment im Himmel diese Regenbogenphänomene, diese Regenbogenwolken. Und die entstehen durch eine viel zu niedrige Temperatur in unserer Stratosphäre. Das sind wunderschöne Effekte. Ja, also da geht einem wirklich das Herz auf. Ich habe sie noch nicht live gesehen, ich habe viele Fotos davon gesehen. Und auch die Aurora Borealis, das Polarlicht, ist traumhaft schön. Und es gibt jetzt im Moment durch verschiedene Einflüsse, unter anderem der Sonnenstürme, unglaubliche auch neue Lichteffekte auf der Erde. Manche sind auch menschengemacht, ja, dann wird da mit den Lasern gespielt. Ist ja schon uralt, das kenne ich noch aus meiner Jugend. Da fing das an, dass man in den Nachthimmel dann mit Lasern irgendwelche Bilder gemalt hat. Und manche glauben jetzt, weil sie total panisch und hysterisch sind, dass das wieder Aliens sind und neue Wetterphänomene sind. Kann sein, aber meistens ist es wirklich menschengemacht. Aber trotzdem gibt es eben jetzt diese gemessene, viel zu niedrige Temperatur. Ich glaube, das ist bis zu minus 85 Grad in der Stratosphäre. Ja, es ist eiskalt da oben. Brauchen wir nicht reden. Das sieht man ja, wenn man im Flugzeug fliegt. Ich glaube, Flugzeuge fliegen so auf 10.000 Meter. Aber darüber ist es noch viel kälter. Und da kommen halt diese besonderen Effekte plötzlich ans Licht. Das sieht schön aus, aber es zeigt, dass eben eine ganz, ganz starke Veränderung stattfindet. Das Erdmagnetfeld, ich sage es immer wieder, wird immer schwächer. Auch das ist ein Zyklus, der ist etwas länger als der kurze 11-Jahres-Zyklus des Sonnenmaximums und Minimums. Und wir dürfen uns anpassen. Lasst uns aufhören, an dumme Dinge anzupassen, an diesen völlig ausufernden Kapitalismus, an diese völlig, Entschuldigung, bescheuerten politischen Systeme. Hört auf euer Herz und passt euch an die natürlichen Zyklen an. So wie wir es normalerweise ja auch machen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Alles hat andere Wetterlagen, alles hat andere Temperaturen. Wir laufen ja nicht im Sommer mit den Klamotten herum, die wir im Winter anhaben. Und umgekehrt, ja, niemand würde im Bikini bei 10 Grad minus draußen im Schnee rumtanzen den ganzen Tag. Das kann man mal kurz machen, wenn man mal in der Sauna war oder wenn man sich abhärten möchte. Aber das würde niemand den ganzen Tag machen. Es gibt immer Ausnahmen, aber generell nicht. Und so können wir uns eben auch an diese langen Zyklen anpassen. Und das heißt, extreme Wetterlagen, extrem starke und auch längere Sonnenstürme. Darauf reagiert wiederum die Schumann-Frequenz sehr stark und das alles beeinflusst unseren Körper und unseren Geist. Und ich werde immer wieder gefragt, ich kriege immer wieder Nachrichten, ja, ich habe die und die und die Phänomene. Ich komme mir im Moment so ein bisschen wie ein Arzt vor, der konsultiert wird. Nur bitte, ihr Lieben, ich bin kein Arzt, ich bin auch keine Hellseherin. Wenn ihr mir eure Phänomene schreibt, dann kann ich sagen, ja, das könnte sein, dass das mit der Schumann-Frequenz zusammenhängt, mit den Sonnenstürmen zusammenhängt. Aber ich kenne euch nicht. Ihr sitzt nicht vor mir und ihr macht keine Beratung mit mir, in der ich normalerweise viele andere Parameter abfragen würde.
Und dann könnte ich eine Diagnose stellen, um zu sagen, ah, deine Kopfschmerzen können nicht nur vom Sonnensturm kommen, sondern vielleicht von einer Verspannung im Darm, weil du etwas Falsches gegessen hast oder von deinem Stress oder von den vielen Sorgen in deinem Kopf. Also ich gebe mir wirklich Mühe, ich beantworte jeden einzelnen Kommentar und jede E-Mail und alle Kommentare in Facebook, Instagram, Telegram. Das sind 1 bis 2 Stunden nur für die Beantwortung eurer Kommentare. Und ich mache es wirklich gerne. Aber ich kann nicht aus der Ferne eine Körperdiagnose stellen, zumal, wie gesagt, ich keine Ärztin bin. Ich habe ein Basisvideo gemacht, in dem ich diese ganzen Zusammenhänge erkläre und auch erkläre, was es alles für mögliche Auswirkungen auf den Körper haben kann. Schaut es euch bitte an, wenn ihr etwas spürt. Ihr könnt es sehr gerne abschreiben. Ich habe auch einen Blogbeitrag, wo ich auch darüber schreibe und auch viele, viele Tipps gebe. Schaut es euch an. Das ist das, was ich tun kann. Und wenn ihr mehr über euch erfahren wollt, wenn ihr weitergehen wollt in eurer Entwicklung, wenn ihr ganz individuell, ist noch sehr früh am Morgen, wenn ihr ganz individuell schauen wollt, wie ihr euch mit dieser Energie entwickeln könnt, dann könnt ihr gerne eine Beratung bei mir buchen. Ja? Aber ich kann keine Intensivberatungen in meinen Kommentaren machen. So, also. Das, was auf die Erde kommen kann, und das ist immer nur eine Möglichkeit, weil das ganze Universum in Bewegung ist. Und wenn von der Sonne ein Sturm in alle möglichen Richtungen geht, kann es sein, dass es die Erde streift oder dass wir einfach ein bisschen von der Energie abbekommen, weil dieser Schweif an Energie uns nur latent berührt. Es kann natürlich sein, dass wir mittendrin liegen in diesem Sturm. Und dann heißt es immer, egal wie stark oder wie sanft der Sturm ist, bleib bei dir. Finde deinen inneren Frieden und übe das. Trainiere es, damit du krisenfest bist. Auch für ganz normale Krisen jetzt in dieser Zeit. Ja, so viele Menschen haben sich entschieden, in dieser Wandelzeit die Erde zu verlassen, ihren Körper zurückzulassen, in die Einheit zurückzugehen, um vielleicht, wenn sie Lust haben und daran glauben, wieder zurückzukommen in diese Matrix, in diese Illusion, um hier weiter Abenteuer zu erleben. Viele gehen und es tut weh, wenn ein Mensch, den man liebt, geht. Aber wir müssen daran nicht zerbrechen. Wir müssen an diesen Herausforderungen, die uns im Moment gestellt werden seitens unserer Seele, ja, unsere Seele kreiert diese Illusion. Und sie hat sich ihre Aufgaben gewünscht und die Erlebnisse gewünscht, die wir hier alle haben. Und deine Seele sich halt jetzt eine Meisterprüfung kreiert hat, dann nur, weil du sie meistern kannst. Aber es braucht Anstrengung dafür. Es braucht Kraft dafür. Sammle so viel Kraft wie möglich. Finde deine Lösungen, die dich bei Laune halten. Auch wenn es mal düster ist, wenn es mal abwärts zu gehen scheint, wenn du das Gefühl hast, du kommst ganz, ganz tief unten, schlägst unten auf in der Dunkelheit. Es kann ganz schnell gehen, wieder an dein Licht zu kommen, wenn du für dich übst und trainierst, deine Lichtlösungen zu finden. Ich hatte in den letzten 2, 3 Jahren ganz viele Lichttipp-Videos gemacht. Ja, braucht ihr einfach nur oben in der Suchmaske in meinem Kanal mal Lichttipp einzugeben und dann kommen viele, viele tolle Ideen, kurze, knackige Videos, was man bei bestimmten Dingen tun kann, ja, gerade wenn es um Krisen geht. Oder einfach mal Krise eingeben oder Drama. Übrigens, ich werde irgendwann in der nächsten Zeit mal ein Video machen zum Thema Drama macht dumm, weil ich das für mich gefühlt habe, in diesem Jahr, immer wenn ich in ein Drama gefallen bin, kann ich einfach nicht klar denken. Ich habe so viele Menschen gecoacht dieses Jahr, die das genauso empfunden haben. Und auch um mich herum sind Menschen, bei denen ich das merke, wenn sie in eine Krise geraten und ins Drama fallen, ja, in diese totale Panik. Da schaltet das Gehirn aus. Also lasst uns Lösungen finden. Wenn ein Drama kommt, da gibt es diese schöne Übung, Stop,
Challenge Choose. Also innehalten, spüren, was ist da gerade wirklich los? Ist es wirklich so dramatisch oder spielt nur mein Ego und mein Kopf gerade verrückt? Die Körperchemie. Und dann neu entscheiden. Stop, Challenge, Choose. Das habe ich auch ein Video gemacht. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Was auch immer jetzt passiert. Es kann sein, dass das Push an uns vorbeischießt. Es kann aber auch sein, dass es die Erde voll trifft. Und dann fühlt es sich vielleicht mal wieder so an, als würde kurz alles zusammenbrechen. Und diese Zusammenbrüche sind wichtig. Sie sind wichtig, damit dieses manipulative Netz um uns herum zerbricht, damit die Schleier zerreißen. Lasst uns dranbleiben. Gemeinsam leuchten wir hell und stark. Ja, das ist ja mein Lieblingsslogan seit diesem Pandemietheater, diesem Kasperletheater. Wir sind das Licht im Tunnel. Wir sind das Licht im Dunkeln. Also bleibt dabei. Nicht aufgeben, weitermachen. Wir bekommen nur die Aufgaben, die wir auch lösen können. Das war jetzt mal eine schöne, gechannelte Ansprache. Seitens meiner Seele, meiner Erdenengelseele für euch. So, und jetzt zum Abschluss. Engelkarten. Was können wir tun? Körper, Geist und Seele. Also was sind die Engelkräfte, die uns jetzt auf dieser Ebene unterstützen? Dein Schutzengel ist immer da. Rufe deinen Schutzengel, wenn du Hilfe brauchst, wenn du dich einsam fühlst, wenn du gerade keinen Menschen hast, der dich umarmt, der mit dir redet, wo du dein Herz ausschütten kannst. Ruf deinen Schutzengel. Dein Schutzengel ist, das passt jetzt im Winter besonders gut, wie ein warmer Mantel im Winter. Er umhüllt dich, er beschützt dich, er hört dir zu. Schütte dein Herz deinem Schutzengel aus und du wirst spüren, wie erleichternd das ist. Du kannst es auch mit Freunden machen, aber denk bitte immer dran, wenn du dein Herz ausschüttest, lass den Müll nicht liegen bei deinen Freunden. Ob du das telefonisch machst, ob du das real machst, wenn ihr euch seht, stell dir vor, dass der ganze Müll, den du ausschüttest, transformiert wird und nicht in den Räumen bleibt bei dem Menschen, der dir zuhört. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, sonst ist der Mensch, dem wir unser Herz ausschütten, dann total belastet. Und wenn du zuhörst, mach dasselbe. Stell dir vor, dass diese Energie dann auch wieder verschwindet und weg ist, damit du nicht das alles mit dir rumschleppst. So, na klar, der Engel der Transformation für den Geist, lass dich reinigen, lass dir helfen, dich zu transformieren. Reinige deinen Geist immer wieder. Ich habe viele, viele Videos zum Thema Reinigung gemacht. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich suche mal ein, zwei raus. Und dann wirst du spüren, dass du wieder klarer denken und fühlen kannst. Lass dich nicht verrückt machen. Ich weiß, im Moment artet es aus an Horrornachrichten. Ich mag es selber überhaupt nicht mehr schauen. Und wir finden nur in uns Frieden. Da draußen tobt der Bär, da boxt der Papst. Wir finden den Frieden in uns. Da ist er immer. Und deshalb gibt es jetzt auch den Engel der Lebenskraft. Meditation, Stille, Fühlen, Einssein. Das schenkt Lebenskraft. Und wie ich immer sage, ruf die Engel, wenn du Unterstützung brauchst, wenn du nicht weiter weißt. Die Engel verbinden dich mit dem morphogenetischen Feld, dem Informationsfeld, wird auch Akasha-Chronik genannt, ja, du kannst selber Antworten finden und lade alle Wunder und Geschenke ein, damit du stark bist und vorwärts gehst in deiner Entwicklung. Jeder Sonnensturm ist ein Booster für deine Entwicklung, wenn du es willst. Also öffne dein Herz dafür und du wirst es spüren. Ganz viel Liebe zu dir, ich bin für dich da. Und wenn dann das, was da kommen mag, auf die Erde trifft, dann mache ich natürlich wieder ein Video. Jetzt nehme ich aber heute erstmal die Monatsvorschau mit Anaibia auf, die ich dann am 1. Januar wahrscheinlich poste. Ich hoffe, ich habe dann Internet auf Mallorca. Und ich wünsche uns allen, dass wir ein Jahr
der Fülle und Freude erleben. Das ist meine Ausrichtung für 2024. Aber auch dazu gibt es natürlich von mir Videos zu der Jahresenergie. Das kommt alles dann Anfang Januar. Jetzt bin ich erst noch mal für meinen Vater da. Wir sehen uns. Bis bald.